Spendenlauf. In letzter Zeit hat es viele Unwetter gegeben und nun ist das Schuldach undicht. Woher nehmen wir bloß das Geld, um das Dach zu reparieren? Wir machen einen Spendenlauf. Was ist ein Spendierlauf? Man macht ein schönes Picknick und spendet Geld, um Leute laufen zu sehen. Und je mehr Geld man gibt, desto weiter laufen sie. Gute Idee, Papa Wutz. Wie weit können sie laufen? Was? Also ich kann so weit laufen, wie sie möchten. Aber Papa, du kannst doch gar nicht so weit laufen. Unsinn. Ich bin doch Experte im Laufen. Gut. Möchte denn sonst noch jemand laufen? Nein, danke. Aber ich spende gerne, um Papa Wutz laufen zu sehen. Ich auch. Und ich. Exzellent. Dankeschön, Papa Wutz. Peppa und ihre Familie essen Spaghetti. Köstlich. Gibt es noch mehr Spaghetti? Papa Wutz, du hattest doch schon 3 Portionen. Essen gibt mir Energie. Und ich brauche Energie für meinen Spendenlauf. Du musst für deinen Lauf aber auch noch trainieren. Wie wäre es, wenn ich heute das Essen trainiere und morgen trainiere ich das Laufen? Nein, Papa! Du musst sofort mit dem Lauftraining anfangen. Oh. Komm jetzt, Papa. Du bist... Das ist einfach. Es ist einfach, bergab zu laufen. Es ist schwer, bergauf zu laufen. Ich glaube, ich hätte besser nicht so viel Spaghetti gegessen. Der Tag des Spendenlaufs ist gekommen. Madame Gazelle hat eine Karte, die zeigt, wie weit Papa Wutz laufen muss. Wenn Papa Wutz es bis hierhin schafft... Bis zum Supermarkt. Dann bis hierhin... Zur Tankstelle von meinem Opa. Danach die ganze Strecke bis hierhin... Oh, Quetterstein. Dann haben wir bestimmt genug Geld zusammen, um das Dach reparieren zu lassen. Ich starte sofort. Achtung, fertig, los. Ich hab's geschafft. Jetzt können wir feiern. Dummer Papa. Das ist doch bloß der Plan. Ja, genau. Und jetzt geht es los zur echten Burg Wetterstein. Oh. Achtung, fertig, los. Hurra! Weiter so, Papa Wutz. Du kannst es schaffen. Der Bus hat Burg Wetterstein erreicht. Alle freuen sich auf das leckere Picknick. Wasser! Wasser! Was für ein schöner, heißer Tag. Und was für eine gemütliche Art, an Geld zu kommen. Wasser! Wasser! Papa Wutz hat den Supermarkt erreicht. Vom Laufen ist er sehr durstig geworden. Komm, wir schauen mal durchs Fernrohr. Ich kann Papa sehen. Durch das Fernrohr scheint alles ganz nah. Oh, er läuft aber nicht gerade schnell. Papa Wutz ist bei Opa Kleffs Tankstelle angekommen. Das war's. Ich kann nicht mehr. Papa ist stehen geblieben. Oh. Mir scheint, dir ist heiß. Diese kleine Erfrischung wird dich abkühlen und dir wieder auf die Beine helfen. Hier, nimm ein Wassereis. Ah, danke dir, Opa Kleff. Das ist fein. Ah, eine Wespe. Husch, husch. Schwirr bloß ab, du kleines Biest. Die Wespe möchte das Eis von Papa Wutz auch mal probieren. Nein, das hier ist mein Eis. Papa hat wieder angefangen zu laufen. Richtig schnell. Hurra! Wow, schwirr ab. Schwirr ab! Sie können jetzt aufhören, Papa Wutz. Wir haben genug Geld zusammen, um das Dach zu reparieren. Wow. Papa Wutz hat die Wespe abgehängt. Gut gemacht, Papa Wutz. Und von all dem zusätzlichen Geld können wir jetzt auch noch einen neuen Schulbus kaufen. Danke sehr, Papa Wutz. Hoho, von Herzen gern. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug in die Berge. Wann sind wir denn endlich da? Noch nicht ganz, Peppa. Wir können ja ein Spiel machen. Jeder von uns muss ein Auto in seiner Lieblingsfarbe entdecken. Ja! Meine Lieblingsfarbe ist grün. Meine ist orange. Meine ist rot.
Schorsch, und was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Die Lieblingsfarbe von Schorsch ist blau. Fein, ich bin gespannt, welche Farbe uns zuerst begegnet. Los geht's! Da kommen Molly und Frau Mietze in ihrem grünen Auto. Haha, grün! Das ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe gewonnen. Hallo Molly! Miau. Hallo Peppa! Da kommen Klausi und Opa Kleff in ihrem orangen Abschleppwagen. Orange, ich hab gewonnen! Hallo Klausi! Hallo Peppa! Hoho, da kommt das nächste Auto. Das ist Luzi! Hallo! Hallo Peppa! Blau! Ja, Schorsch, es ist ein blaues Auto. Jetzt hast du gewonnen. Das ist ein dummes Spiel. Es kommt überhaupt gar kein rotes Auto vorbei. Also ein rotes Auto gibt es schon, Peppa. Wo? Na, welche Farbe hat denn wohl unser Auto? Es ist rot. Gewonnen, gewonnen. Familie Wutz ist in den Bergen angekommen. Wir werden eine fantastische Aussicht haben von da oben. Wir sind da. Hurra! Guckt mal, was für eine schöne sonnige Aussicht. Wow! Oh je, es fängt an zu regnen. Wo ist denn die schöne sonnige Aussicht? Da ist eine schöne Aussicht. Da steht Frau Mümmels Eiswagen. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Papa Wutz. Viermal Eiscreme, bitte. Welche Sorten möchten Sie denn? Pistazie, Orange, Erdbeere und Blaubeere, bitte. Ja, gerne. Schaut mal, was ich hier habe. Eiscreme! Oh, das sind ja unsere Lieblingsfarben. Ganz genau. Grün für mich. Orange für mich. Erdbeerrot für mich. Und Schorsch bekommt? Blau. Lecker, lecker. Guckt mal, die Sonne kommt raus. Ja, und das ist noch nicht alles. Ein Regenbogen. Peppa und Schorsch lieben Regenbogen. Einen Regenbogen kann man nur sehen, wenn die Sonne scheint und es gleichzeitig regnet. Oh! Er leuchtet genau in unseren Lieblingsfarben. Ja! Rot und Orange und Grün und Blau. Und wisst ihr auch, was man am Ende des Regenbogens finden kann? Nein. Dort ist ein Schatz versteckt. Oh! Können wir den Schatz suchen gehen? Jetzt gleich? Na gut. Sieht so aus, als wäre das Ende des Regenbogens auf dem nächsten Hügel. Los geht's! Hui! Sonne scheint und Regen fällt. Der Regenbogen kam zur Welt. Regenbogen, Regenbogen. Rot und Orange und Gelb und Lila und Blau und Grün. Regenbogen, Regenbogen. Die Sonne scheint und Regen fällt. Wir sind da. Oh, wo ist der Regenbogen hin? Er ist zum nächsten Hügel gehüpft. Du frecher Regenbogen. Komm, wir fangen ihn ein. Die Sonne scheint und Regen fällt. Der Regenbogen kommt zur Welt. Es hat aufgehört zu regnen. Und der Regenbogen ist weg. Sei nicht traurig, Schorsch. Vielleicht hat der Regenbogen ja einen Schatz dagelassen. Ja, da drüben ist irgendwas. Hast du den Regenbogenschatz gefunden? Ja, allerdings. Eine große Matschepfütze. Hurra! Das ist der beste Regenbogenschatz von allen. In der Bücherei. Es ist Schlafenszeit. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, Schorsch. Kannst du uns bitte noch was vorlesen? Na gut, ich nehme mal das Rote Affe-Buch. Aber du liest uns immer dasselbe vor. Der rote Affe geht in die Badewanne, putzt sich die Zähne und geht ins Bett. Ja, genau davon handelt es. Wir können noch mal was anderes lesen. Der blaue Tiger, die grüne Spinne, der orange Pinguin. Oh, wie heißt das denn? Beton mischen für den Hausgebrauch. Das habe ich überall gesucht. Ist das dein Buch, Papa? Nein, ich habe es mir in der Bücherei ausgeliehen. Was ist denn eine Bücherei? Da kann man sich etwas zum Lesen ausleihen.
Und wenn man damit fertig ist, bringt man es zurück. Was Papa Wutz bei diesem Buch offenbar vergessen hat. Tja, ich habe es tatsächlich schon sehr lange. Nicht schlimm, du kannst es ja morgen zurückbringen. Und ihr geht jetzt schlafen. Aber nur, wenn Papa noch aus dem Buch vorliest. Das ist aber eigentlich keine gute Nachtgeschichte. Bitte, Papa, lies es vor. Okay. Beton mischen für den Hausgebrauch. Beton ist ein Baumaterial, hergestellt aus Sand, Wasser und chemischen Zusatzstoffen. Kapitel 1. Sand. Peppa, Schorsch und Mama Wutz sind eingeschlafen. Es ist Morgen. Peppa und ihre Familie fahren zur Bücherei. Boah! Hier stehen aber viele Bücher! Shh, Peppa! In einer Bücherei muss man leise sein. Warum? Weil die Leute zum Lesen hierher kommen und dabei wollen sie Ruhe haben. Der Nächste, bitte! Frau Mümmel ist die Bibliothekarin. Hallo, Mama Wutz. Möchten Sie diese Bücher zurückgeben? Ja, Frau Mümmel. Immer her damit! Warum macht der Computer so ein Geräusch? Er schaut nach, ob vielleicht jemand schusselig war und ein Buch zu lange behalten hat. Ich fürchte, ich habe dieses Buch tatsächlich ein bisschen zu lange behalten. Keine Sorge, Papa Wutz. So schlimm wird es wohl nicht sein. Was? Papa Wutz, Sie haben dieses Buch ja schon seit 10 Jahren. Schusseliger Papa. Entschuldigung, Frau Mümmel. Geht schon in Ordnung. Jetzt können Sie sich ein neues ausleihen. Frau Mümmel, dürfen Schorsch und ich uns jetzt auch ein Buch ausleihen? Gern. Die Kinderbuchabteilung ist hier drüben. Oh, guck mal. Über Feen, Blumen, Prinzessinnenkleider. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Klausi. Ich leihe mir ein Buch über Fußball. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Ich leihe mir ein Buch über Krankenschwestern. Schorsch hat sich ein Buch über Dinosaurier ausgesucht. Claudia. Guck mal, was ich gefunden habe. Betonmischen Band 2 für Fortgeschrittene. Hier ist ein roter Affe-Buch. Nein, bloß nicht das rote Affenbuch. Das ist so öde. Das ist aber eine andere Geschichte. Sie ist vielleicht spannender. Ist sie bestimmt nicht. Also, es war einmal ein lustiger roter Affe. Er nahm ein Bad, putzte sich die Zähne und ging ins Bett. Nein, er flog zum Mond mit einer Rakete. Oh! Er machte Picknick mit einem Dinosaurier, tauchte hinab ins Meer und kletterte auf den höchsten Berg hinauf. Das war ein toller Tag. Ende. Boah! Lies es nochmal! Wir können es ja ausleihen und zu Hause nochmal lesen, Peppa. Aber eigentlich wollte ich mir schon dieses Buch hier ausleihen. Oder dieses hier. Wenn du möchtest, kannst du auch 3 Bücher ausleihen, Peppa. Yippie! Aber vergiss bitte nicht, sie rechtzeitig zurückzubringen. Ja, Frau Mümmel. Und Sie müssen Ihr Buch diesmal auch rechtzeitig zurückbringen. Papa Wutz. Ich werde dafür sorgen, dass Papa es nicht vergisst. Gut, Peppa. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen.